Es wird wieder Zeit für einen neuen X-Men-Film, und zwar X-Men Dark Phoenix, der schon am 6. Juni in die deutschen Kinos kommt. Der Regisseur des Films ist Simon Kinberg, den man jetzt noch nicht unbedingt kennt, einfach deswegen, weil er noch nicht so viel Regieerfahrung sammeln konnte. Der hat nämlich bisher nur eine Folge von der Twilight Zone gemacht, war hauptsächlich aber als Produzent von verschiedenen Comic-Verfilmungen bei Fox tätig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Vorfeld sehr, sehr wenig Lust auf den Film gehabt, einfach deswegen, weil die Vorzeichen nicht so besonders, ja, gut für den Film standen. Der war sogar auf unserer Anti-Most-Wanted-List des Jahres, einfach deswegen, weil mir der Trailer nicht gefallen hat, weil der letzte X-Men, nämlich Apocalypse, wirklich eine Katastrophe war. Ich fand ihn wirklich einfach furchtbar. Der Regisseur hat wenig Erfahrung und die Dark Phoenix-Story, also die Comic-Leser unter euch, die wissen, was ich meine, die ist wirklich riesig, die ist umfangreich und die ist auch klasse. Umso mehr Angst hatte ich, dass ich hier wirklich enttäuscht werde. Und deswegen bin ich wirklich mit kleinen Erwartungen reingegangen. Und umso schöner ist es denn doch, wenn man rauskommt und wirklich positiv überrascht wird im Film. Wie der Titel schon vermuten lässt, Dark Phoenix, geht es natürlich hauptsächlich um Jean Grey, und ihre Kräfte werden immer stärker und kaum noch kontrollierbar. Nach einem Unfall will Jean auch nur noch eins, nämlich alleine gelassen werden. Doch jemand Neues im X-Men-Universum hat es auf ihre Macht abgesehen. Was ich wirklich toll finde bei dem Film, und das merkt man auch wirklich schnell, ist, dass er sich komplett, ja, unterscheidet von den ganzen Marvel-Filmen, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Also es ist viel, viel persönlicher, viel, also man denkt es kaum, teilweise schon kleiner als die ganzen großen Marvel- und DC-Filme, und sehr, sehr viel emotionaler. Also es hat einfach eine ganz andere Tonalität als diese Filme, teilweise auch eine andere Tonalität als die vorherigen X-Men-Filme. Die waren ja teilweise immer schon so ein bisschen beklemmender, ein bisschen dramatischer, aber hier setzt der Film noch eine Schippe drauf und hat einfach eine viel, viel ernstere Tonalität, die mir persönlich auch total gefallen hat und auch total passend für die Storyline von eben Dark Phoenix war. Also ich kenne die Comics eben und ich weiß, was es wirklich für eine tolle Geschichte war. Und ich bin auch wirklich in den Film gegangen, na klar, das habe ich ja schon gesagt, mit wenig Erwartung, aber ich habe trotzdem mal so die Erwartung einfach beiseite gelegt und auch so das Vorwissen versucht zu vergessen, weil ich wusste, an diese Comic-Geschichte, da kommen die eh nicht rein, und das schafft man auch gar nicht so direkt umzusetzen. Das ist auch nicht schlimm, solange man einfach einen guten Film präsentiert bekommen, weil es gibt ja genug andere da draußen, die eben nicht die Comics kennen und einfach nur eins wollen, und das ist einen guten Film. Und das ist natürlich auch das Wichtigste, wenn man irgendwie auch versucht, eine Story rüberzubringen auf eben der großen Leinwand. Der Film, der ist einfach persönlicher, und wie der Titel schon vermuten lässt, geht es auch hauptsächlich um wirklich Jean Grey, die zum Dark Phoenix wird. Und ich muss sagen, die Darstellerin Sophie Turner, die hat mir wirklich gut gefallen, die kennt ihr alle aus Game of Thrones, die hat man auch teilweise schon im vorherigen X-Men Apocalypse gesehen, da war die so okay, da konnte sie nicht so wirklich glänzen, einfach deswegen, weil sie nicht so wirklich entwickelt wurde. Hier wird sie einfach komplett, ja, weiterentwickelt. Man konzentriert sich komplett auf sie, und die ganzen Facetten, die sie hier spielt, die sind auch glaubwürdig von ihr umgesetzt worden. Also sie schafft es eben, das gebrochene Mädchen zu sein, teilweise auch das starke Mädchen, also die starke Frau, die sie jetzt wird, und diese ganzen Facetten, die sind glaubwürdig, die haben mir wirklich gefallen, und ihre Leistung hat mir wirklich gefallen. Und wie es sich natürlich auch für einen guten X-Men-Film gehört, gibt es auch neue X-Men und X-Women, auch das wird teilweise hier thematisiert, mit neuen Fähigkeiten. So scheint eine X-Woman Autotune als Fähigkeit zu haben. Also sowas sehen wir denn auch. Aber was mir wirklich auch gefallen hat, ist, dass die Story einfach in Fahrt kommt. Die kommt ziemlich schnell in Fahrt, also wirklich in den ersten Minuten entwickelt sich das Ganze schon, dass man rausbekommt, warum Jean immer stärker wird, und da gebe ich auch gar nicht zu viel Preis jetzt, und dann kommt auch ziemlich schnell eine neue Partei ins Spiel. Deswegen gibt es eben nicht nur die gewohnten Parteien, also die X-Men, angeführt von Charles Xavier und Magneto und seine Leute, sondern es gibt eben noch eine dritte Partei, eine Art Alien-Rasse, die es auch auf die Macht von Jean Grey, also Dark Phoenix, abgesehen hat. Und deswegen gibt es eben diese drei Gruppierungen, und alle wollen irgendwie was anderes, aber doch irgendwie das Gleiche. Und deswegen gibt es auch eben genug Konfliktpotenzial eigentlich, was eben den ganzen Film auch ziemlich spannend macht. Es gibt auch ein paar unerwartete Szenen, die natürlich auch dementsprechend emotionaler mal sind. Ich muss dazu aber auch sagen, diese Emotionalität, die diese Szenen hätten bieten können, sind nicht ganz so gut getroffen. Also es gibt hier und da einfach ein paar spannende Momente, ein paar schöne Momente, ein paar traurige Momente, und
jedes Mal oder bei vielen Momenten hatte ich immer so das Gefühl, ein bisschen mehr Herz wäre vielleicht ganz schön gewesen, ein bisschen emotionaler noch, so dass es mich vielleicht noch mehr trifft. Da fehlte für mich so ein bisschen dieses Gespür von der Inszenierung, dass es noch mehr einschlägt, dieser Effekt. So wirkte das ein bisschen gewollt manchmal und ein bisschen so, als ob es eben im Drehbuch stand. Und es fühlte sich nicht ganz so organisch an, wie es vielleicht hätte sein können. Das merkt man bei ein, zwei Szenen einfach. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen Kritik auf höherem Niveau, weil es einfach einen wundervollen Fluss hat, dieser Film. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass es wirklich so kurzweilig ist, gerade weil der Film auf fast 1 Stunde 50 Minuten geht. Man sich sehr, sehr auf einen Charakter fokussiert. Und was ich auch nicht gedacht hätte, ist, was der Trailer auch anders vermuten lässt, es gibt weniger Action-Szenen, als man so vermuten würde, gerade bei einem Comic-Film. Also es gibt viel, viel weniger als bei DC oder bei den Marvel-Filmen, auch weniger als bei den vorherigen X-Men-Filmen. Das tut dem Film, muss ich sagen, aber richtig gut, weil er sich dadurch noch mehr von anderen Filmen unterscheidet. Es geht mehr so in die Richtung von Logan fast. Er kommt dabei natürlich nicht an Logan ran. Logan gehört für mich zu einer der besten Comic-Verfilmungen. Aber es schlägt halt mehr so in eine ruhigere, emotionalere, menschlichere Schiene ein, die aber ziemlich passend war für den Film. Und wenn es denn mal Action-Szenen gibt, dann sind die auch überraschend brutal. Also wenn der Film ab 12 ist, dann holt man hier wirklich alles aus dieser FSK 12 raus. Und dadurch wirken die Action-Szenen auch mal wieder ein bisschen frischer, ein bisschen anders als die anderen Action-Szenen, die man bei anderen Comic-Verfilmungen sieht. Und ich muss sagen, das Finale war eines der besten Comic-Verfilmungsfinale, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Da gibt es keine große CGI-Schlacht, da gibt es keinen Beam, der aus dem All kommt. Das ist einfach spannend. Ja, ich will da natürlich auch nicht zu viel verraten. Und deswegen bekommt man wirklich einen kurzweiligen, richtig guten Comicfilm präsentiert, der leider ein bisschen schwächelt bei den emotionaleren Szenen, weil es da einfach so ein bisschen an der Inszenierung schwächelte. Da habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht und vielleicht noch ein, zwei Überraschungen mehr, aber trotzdem wird man hier super unterhalten und von mir bekommt es wirklich überraschenderweise für X-Men Dark Phoenix 7,5 Punkte. Also wenn ihr Comic-Fans seid, wenn ihr X-Men-Filme mögt, dann geht da auf jeden Fall rein und bekommt ihr mal wieder einen richtig guten X-Men-Film. Das, was man eigentlich wirklich sehen will. Und lasst euch wirklich unterhalten. Und dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Und wir sehen uns in einem neuen Video wieder.